Mein Name ist Johannes Hensen. Zusammen mit meinem Vater bewirtschafte ich hier in Bergheim-Reit einen Acker- und Obstbaubetrieb mit Süßkirschen, Pflaumen und Aprikosen. Ja, wir stehen hier bei uns in der Süßkirschanlage. Die ersten Bäume haben wir 2011 im Herbst gepflanzt. Und die erste Ernte haben wir dann 2014 im Sommer eingefahren, da auch dann direkt mit der Vermarktung mit Richrads begonnen. Also sind wir seit 2014 Rewe Richrad Partner. Bei Discountern hingegen wird erst ein Zentrallager angefahren. Dadurch haben die mindestens einen Tag verloren in der Frische im Vergleich zu uns. Zur Verpackung kann man noch sagen, dass wir alles in Mehrweggebinden verpacken. Das heißt, Richrads bekommen von uns 5 Kilogramm, zum Beispiel bei den Süßkirschen, 5 Kilogramm Lose. Diese Kirschen werden extra nicht verpackt, da wir uns den Verpackungsmüll und dadurch diese anfallenden Plastikberge ersparen wollen, sondern wir kriegen diese 5 Kilo Mehrwegkiste von Richrads wieder zurück, wird gereinigt und dann wieder neu befüllt. Bei der Bestäubung ist uns ganz wichtig, mit regionalen Imkern hier auch aus dem Ort zusammenzuarbeiten. Also wir haben die Bienenvölker nicht nur zur Blüte hier in der Anlage stehen und bezahlen irgendwelche externen Imker, die dann aus ganz anderen Landstrichen hier hinkommen und dann ihre Bienen hier reinstellen und dann direkt wieder abziehen, sondern wir haben unseren regionalen Imker, der die Bienen permanent hier stehen hat. Die Süßkirschen und auch die Pflaumen und auch Aprikosen werden bei uns alle bewässert, was halt auch Pflanzenschutz extrem reduzieren kann. Wir müssen keine Fungizidmaßnahmen fahren, die fallen bei uns komplett weg. Das Wasser wird nicht aus Grundwasser gespeist, sondern kommt direkt aus Abwärme aus dem Kraftwerk. Das heißt, es ist überschüssiges Wasser, was bei RWE so oder so anfällt und dann einfach in einen Bach geleitet wird. Und wir entnehmen aus diesem Bach und haben dann auch direkt vorgewärmtes Wasser. Also Temperatur ist so 22 bis 23 Grad von dem Wasser. Das ist für die Pflanze viel besser verträglich. Wenn das kalte Wasser, wenn es jetzt Brunnenwasser wäre mit 8 Grad, das würde für die Pflanze eher bei heißem Wetter schädlich sein. Sowohl Aprikosen und Süßkirschen sind bei uns komplett überdacht. Kurz vor der Ernte wird das ganze Dach geschlossen und wird auch außenrum eingenetzt bis auf den Boden. Dadurch haben wir halt keine Vermadung in den Früchten und können uns auch da die Spritzungen sparen. Meistens fangen wir Mitte, Ende Juni an. Dieses Jahr wird es etwas später, weil wir halt ein spätes Frühjahr hatten. Letztes Jahr war es dafür etwas früher, aber roundabout brauchen wir für diese 8 Wochen 12 Leute für diese 3 Hektar.